Alter, wo ich das gesehen? Und er hat sich gekommen. Wir wollen heute unsere Favoriten vorstellen. Hallo. Und machen das abwechselnd. Ja. Also ich glaube, ich habe ich habe mir selbst immer nur dieses gekauft und als ich mir die noch nicht selbst gekauft habe, hat mir meine Mama irgendwelche gekauft und das riecht halt nicht nach. Also ich mag keine Düfte wie Vanille oder Bonbon oder Erdbeer oder irgendwas und das riecht halt einfach neutral. Ziemlich neutral. Das benutze ich immer. Immer, immer, immer. Und immer das Grüne. Also es gibt zwei Grüne, glaube ich. Einmal Türkis und einmal Grün oder sowas. Da wechsle ich immer ab. Ja. Und ich habe als nächstes ein Kajal. Der ist von Catrice, der Waterproof. Ich glaube, der ist ganz neu. Also aus dem neuen Sortiment. Und ich kann hier so ein Beispiel. Also ich habe vorhin mich geschminkt, also vor ein paar Stunden. Und habe auch öfters meine Hände schon gewaschen. Und trotzdem ist da noch so ein bisschen an meinem Handrücken. Sieht man das? Da. Ja. Also ich finde es richtig gut und das ist, ich glaube, der kostet 3 Euro oder so und ich finde es nicht schlecht. Deswegen ist er einfach gut. Und wenn wir nochmal bei Pflege bleiben, ich habe ja das hier in meiner Gesichtsroutine gehabt und das benutze ich immer noch und jetzt seit vor Barcelona, nein, war das vor oder nach Barcelona? Vor Barcelona und Barcelona ist schon über einen Monat her, also benutze ich das ungefähr seit 2 Monaten. Und ich bin immer noch zufrieden damit. Also ich merke ganz doll an meiner Stirn, die war immer extrem trocken und jetzt ist sie nur noch trocken. Und mit den Mitessern, weiß ich nicht. Ich finde es immer so schwierig zu beurteilen, weil ich nicht mehr weiß, wie es mal war so richtig. Also ich teste es aber weiterhin. Und ich merke aber, dass meine Haut nicht mehr so trocken ist. So arg trocken, weil die hat sich immer extrem geschuppt. Das weiß ich noch, extrem. Ja. Und als nächstes habe ich einfach wieder eine Creme, auch wieder von Veleda. Das ist die Hautcreme Skin Food oder so. Und die habe ich von Redaya, das ist eine richtig gute Abonnentin. Die können wir euch auch noch unten in die Infobox verlinken. Die habe ich schon einmal verlinkt. Ja. Aber die ist, also ich finde die richtig gut und die hatte sie auch mal, glaube ich, in ihrem Favoritenvideo. Und ich benutze die auch, ich glaube, sie hat sie auch für ihre Füße benutzt. Weil ich auch trockene Füße habe und jetzt der Sommer kommt und ja, eklig, egal. und ich finde die echt richtig gut. Ja, kann ich weiterempfehlen. Hast du schon irgendwas für die Haare gezeigt? Nein. Okay, dann zeig ich es. Ja, ich habe keine Favoriten für die Haare, außer eine Bürste. Und das ist dieser Tangle Teaser. Meiner sieht schon richtig eklig aus. Wollt ihr mal sehen? Aber du kannst sie ganz leicht waschen, oder? Ich glaube schon, aber ich bin zu faul dafür. Auf jeden Fall ist es die einzige Bürste, die ich benutze, wenn ich meine Haare frisch gewaschen habe. Sonst benutze ich keine Bürste, weil mir das zu sehr weh tut. Und die mag ich. Weil ich habe ganz dünnes Haar. Und ganz, ganz feines Haar und ganz, ganz kaputtes Haar. Und die Nein, ich, das geht nicht. Doch. Also ich gehe morgen zum Friseur. Und der Friseur sagt bestimmt wieder alles aus. Ja, das ist eigentlich irgendwie immer. Immer, ganz schön. Ich nicht gerne. Also ich gehe so gerne zum Friseur, wenn die das so massieren und so. Ja, aber die schneiden extrem viel ab. Also wenn man sagt Spitzen, dann sind ja meistens so viel weg. Bestimmt schneidet er bis hier. Nein, machen wir nicht. Macht er einfach. Man sagt Spitzen und für die sind Spitzen meistens so ein Stück. 3-4 Zentimeter. Was sind deine Haare? Und ich habe auch noch ein Haarprodukt. Also eine Haarkur. Ich habe euch doch in meinem Haarroutine-Video erzählt, dass ich noch keins in der Drogerie gefunden habe. Und meine Mutter kam irgendwann mal mit dem nach Hause und ich finde es richtig gut. Und es ist auch ohne Silikone und es ist mit Arganöl, glaube ich. Ja, genau, mit Arganöl. Das ist ja so gehypt irgendwie für die Haare. Ja, finde ich gut. Aber ich mag Silikone nicht so oft benutzen, weil dann sind die irgendwie zu fettig, ölig oder so. Ich habe noch ein Pflegeprodukt oder so. Das hatte ich in der Glossybox. Das ist ein Aven Thermalwasser. Das habe ich auch in meinem Gesichtsvideo gezeigt. Und es ist einfach nur Wasser. Und ich habe es mir jetzt schon einmal nachgekauft. Ich habe ja gesagt, ich kaufe es mir wahrscheinlich nach. Habe ich jetzt auch gemacht. Ich benutze das, wenn ich mal Sport mache. Wenn,
Dann benutze ich das, wenn ich halt geschwitzt habe und meine Haut so warm ist und die Poren offen sind, dann will ich halt nicht mit dem ganz normalen Leitungswasser ran, weil da so viel Scheiß drin ist. Und nimm das. Ich weiß gar nicht, bei welcher YouTuberin ich das gehört habe, aber irgendjemand hat mir erzählt, dass das sogar ganz viele benutzen, die Akne haben. Mhm. Und dass das gut für Akne ist. Mein nächster Favorit ist, ich nehme es einfach, also es ist jetzt kein Beauty-Ding, sondern so eine Brille von ASOS. Und ich war da halt so voll verwundert, ich habe die einfach so bestellt. Also es ist ja so eine günstige Brille ist und so. Und eigentlich steht mir die nicht, also stehen mir Sonnenbrillen eigentlich immer nicht so. Aber die, und deswegen ist sie so ein Favorit. Warte, ist eigentlich ganz cool. Ich finde sie cool. Ja. Also ich weiß nicht. Und ich weiß nicht, irgendwie wirken sonst immer Brillen bei mir viel zu riesig, aber die geht eigentlich voll. Ja, das ist einfach gut. Ich habe jetzt fast zum vorletzten Schluss noch einen Nagellack und das ist einer von Essie. Ich habe gar nicht so viele von Essie, ich glaube nur 4 oder 5. Und das ist, das war mal in so einem Dreierpack. Ich weiß nicht, ob es die Farben noch gibt, Camera, aber ich finde, die passt einfach so zum Frühling, Sommer. Die habe ich echt die letzten Wochen öfter getragen. Und ich muss sagen, die Lacke von Essie halten echt lange. Ja, also der hat richtig lange gehalten. Also ich hatte den in 2 Schichten und am nächsten oder übernächsten Tag habe ich nochmal eine 3. Schicht drauf gemacht und das hat eine Woche gehalten. Soll ich dir mal was erzählen? Was denn? Ich glaube, ich habe schon ein halbes Jahr keinen Nagellack mehr drauf gehabt. Oh Gott. Krass, war? Ja. Und der nächste Favorit ist eigentlich auch so ein gemeinsamer Favorit, weil wir haben irgendwie diese Lippenstifte für uns entdeckt. Aber Sonja hat sie zuerst entdeckt und sie sind wirklich gut. Und also ich hatte den mir geholt und habe dann Janine davon erzählt. So ein richtig knalliges Pink und der ist richtig schön, weil also sind so cremig und glossig, aber trotzdem geben die richtig viel Farbe ab und die hinterlassen so einen Stain. Mhm. Und die machen nicht so trockene Lippen und ich weiß nicht, der kostet auch so 3 € oder so und das... Also für so einen Lippenstift finde ich richtig gut. Ist nur leider so eine Limited Edition. Ja. Von also falls ihr die noch kriegt, ich würde die nur holen. Ja. Die gibt es einmal in Pink, Rot und so einem Nude-Ton oder so. Ja. Die hat Janine alle sich geholt. Ja, und in Freak. In so einer 4. Farbe, die war so hell. Nee, das Pink hast du ja schon gezeigt. Und dann genau. Dann der Rotton, den hast du ja auch drauf. Und so ein Nude. Und was ich mag an Lippenstiften immer, wenn, also so für die Arbeit, wenn man sie raufmacht und man muss nicht alle 5 Minuten irgendwie in den Spiegel gucken, weil es bei denen total egal, wenn die Farbe so weggeht, dann geht sie gleichmäßig weg. Genau, die hinterlassen nicht so einen Rand. Ja, und dann haben wir noch einen gemeinsamen Favoriten. Also ich habe die bei Darwin gesehen, die Knabberkerne. Ich habe die, nämlich als ich immer gearbeitet habe, bin ich immer zu Rossmann gegangen und habe nach Kernen gesucht, aber nicht so eine große Packung, da habe ich sie entdeckt. Und ich habe sie bei Darwin entdeckt und habe sie einmal einfach ausprobiert. Und die schmecken so lecker. Wir haben wirklich alle wo arbeiten wir? Wir haben sie alle auf Arbeit angesteckt und wir knabbern die jetzt alle immer zusammen und... bei Rossmann sind die öfter ausverkauft. Das ist voll krass jetzt. Ja. Aber die sind mega, mega lecker. Und gesund. Und gesund, ja. Da ist ganz, ganz viel Eisen drin. Recht. Ja. Und ich habe auch noch einen Fashion-Favorit. Mhm. Ich habe bei meiner Arbeitskollegin nämlich ein Kimono gesehen. Dann habe ich zu meiner Mama gleich gesagt, ich will auch ein Kimono haben. Und dann habe ich bei Zara so einen Kimono-Blazer gesehen und den musste ich unbedingt haben. Und das ist der hier. Ah, so schön. Zieh mal an. Ich habe aber eine Jogginghose an. Egal. Das sieht man nicht so richtig. Und ich liebe ihn. Aber er hat leider 80 Euro gekostet. Das fand ich echt ein bisschen übertrieben. Von Zara. Genau. Das fand ich echt... Ja, ich habe eine rosane Jogginghose an. Eine pinke. Also 80 Euro fand ich schon ein bisschen übertrieben, aber... Aber der ist so schön. Ja, irgendwie, also ich bin dann 3 Tage lang mit dem Preisschild rumgelaufen und dachte, ja, vielleicht tausche ich ihn noch um und vielleicht mag ich ihn gar nicht anziehen, weil er zu bunt ist. Aber ich habe ihn behalten. Und jetzt ist das Preisschild ab. Ja.
Ja. Und jetzt? Haben wir keine Favoriten mehr. Und jetzt? Alles andere finden wir doof. Ganz doof. Ja. Außer Schokolade. Das stimmt. Aber ich glaube, bei Schokolade gibt es keine Favoriten. Ach, das war meins, ne? Ja. Jetzt müssen wir uns verabschieden. Tschüssi.